So, grüß euch, willkommen bei der Grünen Horde. Ich bin der Everlast und habe ein bisschen, ich sage mal so, Unterstützung bekommen oder halt einfach, beziehungsweise ist es Verstärkung eingetroffen. Und zwar die Cobra. Bekannt schon aus der Armeebox, Bannon's Boys. Und wir schauen uns dann an, was sie alles unterscheidet zu den Bannon's Boys. Nicht viel. Das kann ich jetzt schon so. Wie die meisten wissen. Aber trotzdem, schauen wir rein. Und ja, das sehen wir gleich. So, da sind wir wieder zurück mit der Cobra. Und da schauen wir gleich rein, was wir da drin haben. Nichts mehr. So, wir haben bei der Cobra 4 Gussrahmen. Bei 2 sehen wir schon, da ist der Rumpf dabei. Bei 2, da ist der Rest. Aber da kommen wir gleich ins Detail noch drauf. So, dann haben wir Kleinteile. Schauen wir gleich drauf. Dann haben wir wieder die Einheitenkarten für die Cobra. So, und Decals. Schon ein wenig verwaschen auf. Oh, die gehen schon leicht runter. Aha, da ist eine Schutzfolie drauf. Oder was? Was ist das? Da ist eine Schutzfolie drauf. Ja, brauchen wir auf jeden Fall später noch. So, dann. Oh, Vorsicht, Magnete. Sehr schönes Teil. Apropos Magnete. Funktionieren übrigens super bei meiner Cobra. Und zwar dieses hier. Hier ist mal einer dran und hier ist noch einer dran. Also Magnete, super geil, dass die dabei sind. Waren aber auch schon im anderen dabei. Dann blablabla, haben wir Two-Blade Chopper, also zwei Rotorblätter Gussrahmen und zwei Gussrahmen für den Flight Stand. Und das ist der niedrige. Genau. Gleich raus. So. Folie brauchen wir nochmal. Gut. Nochmal kurz zu den Rotorblättern. Die zwei großen brauchen wir. Das Heckrotorblatt. Dann sind aber noch welche dabei. Und zwar das da. Und das. Das kommt beim Huey vor. Beim UH1. Die AH1 hat ja nur den da. Das Gestell hier oben. Das heißt, man sieht Kombi-Bausatz. Aber das Kombi-Bausatz. Wer mein Zusammenbau-Tutorial gesehen hat von der Cobra, der weiß das bereits. Die Cobra kommt ja schon in Vietnam vor. Hier sehen wir mal den Rumpf. Der Rumpf hat sich ja seit Vietnam nicht verändert. Mit dabei sind noch die Frontteile. So, komm mal ran. Jetzt hier für die Hydras. Hier haben wir noch, ich glaube, das sind Zuni-Raketen. Auf jeden Fall, hoppala. Auf jeden Fall auch Luftboden. Raketen umgelenkt. Oder FFAR heißen die. Irgendwie so. So, Zusatzgussrahmen. Wir haben die Flügelchen mit den Aufhängepunkten unten, die Heckflossen, dann insgesamt 4 Hydropods, dann haben wir hier die Kufen, dann das Cockpit, die obere Scheibe, kann sich leicht lösen, dann haben wir, was das Kleber ist, das bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, aber das ist die Aufnahme für die alte Gatling mit, na komm schon, alte Gatling mit dem Granatwerfer. Wurde dann später ausgetauscht durch die 20mm Gatling. Diese große Gatling, die kommt normal an die Unterflügelposition. Und das ist die Munition dazu. Hier haben wir dann die TOW-Werfer zur Panzerjagd. Genau, und so ist der ganze Gussrahmen eigentlich ein Kombibausatz von Vietnam bis... jetzt ja auch in über den dritten Weltkrieg bis zum Desert War. Die US Marines nehmen ja den guten Hubschrauber noch immer her. Hier mein fertig gebautes Modell. Wie man das zusammenbaut, könnt ihr euch in meinem Zusammenbauvideo anschauen. Das habe ich bereits gemacht. Und Moment, ich bekomme gerade Info.
wir müssen ins Außenstudio gehen. Und zwar schalten wir jetzt dann ins Außenstudio. So, und hier sind wir live aus dem Gefechtsgebiet, irgendwo 1985, mitten zwischen Hessen und Oberfranken. Russische Panzereinheit schließt auf eine vorgelagerte Aufklärungseinheit mit Heinz-Unterstützung. So, dann, damit ihr es mal seht, wie groß im Grunde der Heind im Vergleich zum Gebäude ist, beziehungsweise ich habe da noch einen, der im Anflug ist. So. Und lassen wir den jetzt mal ein bisschen näher an die Baumhäfling. Die Bäume sind im H0-Maßstab. Und wenn man das jetzt so anschaut, ist der Heind durchaus verschwindet dir. Also der kratzt richtig im Boden um und das passt nicht ganz. Und zwar habe ich da jetzt noch was mitgebracht. Von bei die Flieger ist ja der Tall Flight Stand mit dabei. Und siehe da, mit diesem Tall Flight Stand, mit dem höheren, gleich zum Vergleich, der ist ungefähr doppelt so hoch, wirkt es gleich um einiges besser. Die Russen werden ja schon bereits erwartet, weil wir haben ja schließlich in einem Gefechtsgebiet. Da kommen ja schon ein paar Amis dazu wieder. Und auch die Amis haben ein bisschen Hubschrauberunterstützung mitgebracht. Bei den Hubschrauber habe ich gleich mal einen auf einem großen und einen auf einem kleinen Flight Stand gesetzt. Und die bewege ich jetzt mal schnell ein bisschen vierer, dass man sieht, wie die im Verhältnis bei den Gebäuden sind. So. Die Gebäude sind ja die originalen Battlefield in der Box-Gebäude und passen eigentlich in den Maßstab super ein. Also auch bei der Cobra sieht man richtig schön, wie die im Grunde von der Höhe von dem Flight Stand profitieren. So, das war's vom Außenstudio. Bevor es mir da jetzt zu heiß wird, gebe ich wieder zurück ins Studio. So, und wir sind wieder zurück im Studio. Unsere Außenbildkamera ist leider schon abgeschaltet. Da ist ganz schön heiß geworden, aber nichtsdestotrotz haben wir hier noch, ich sage mal so, Verstärkungen und die werden wir auch demnächst aufs Schlachtfeld bringen. Ja, die Cobra Box ist eine schöne Verstärkung und ja, mit der zweiten Box, wie ich sehe, ist im Grunde das Platoon voll, weil mehr wie 4 kann man eh nicht aufs Spielfeld bringen. So, was haltet ihr von der Cobra? Ich finde den immer noch einen geilen Hubschrauber. Schnell angreifen und dann wieder verpissen. Und ja, schreibt uns ruhig was in die Comments, was ihr davon haltet. Und wir danken für euch fürs Zuschauen und wünschen einen schönen Abend. Pfiat euch!